Hart ist das Training für alle KIV-Spieler, die derzeit unter der Leitung von Co-Trainer Rem Püker die Fitnessgrundlagen für eine ganze DEL-Saison schaffen. Wenn man wie Christian Kretschmann aber zuvor monatelang mit einer Verletzung ausgefallen ist, macht das die Sache noch um einige Prozentpunkte anstrengender. Trotzdem freut sich der 22-Jährige, nach der im Playoff-Duell gegen Ingolstadt erlittenen Verletzung endlich wieder mit dem Team trainieren zu können. Am Anfang war natürlich erstmal Scheißgefühl, verletzt, erstes Playoff-Spiel war vorbei dann für mich. Habe ich halt gehofft, dass das Team so weit wie möglich kommt. War natürlich auch schnell vorbei dann das Thema. Ja, und dann hieß es für mich halt darauf konzentrieren, dass ich wieder gesund werde, wo die Playoffs vorbei waren. Urlaub fliegen und dann ja, wieder hart trainieren für die nächste Saison. Bei den derzeitigen intensiven Belastungen muss Kretschmann aber noch kürzer treten. Voll belastbar, ich sag mal zu 90%. Springen, Sprinten fällt noch ein bisschen schwer, aber Ärzte sagen, es hat relativ schnell ist alles vorbeigegangen mit der Verletzung und ja, ich bin so gut wie fit wieder. Auch wenn die Verletzung des Syndesmoseband den Center derzeit noch behindert, wird Kretschmann sich nicht von seinen Zielen abbringen lassen, konstant weiter an sich und seinem Spiel zu arbeiten, um dann zukünftig beim KIV auch eine Führungsrolle zu übernehmen. Lange überlegen musste Kretschmann deshalb auch nicht, als er im April seine Unterschrift unter einen neuen Dreijahresvertrag bei den Pinguinen setzte. Ich bin zufrieden hier im Verein. Ich komme aus Krefeld, ich bin Krefelder. Und Ende letzter Saison hat mich ja gesehen, dass ich mehr Eiszeit bekommen habe, mehr gespielt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja mein Gott, du kommst aus Krefeld, warum solltest du das nicht tun? Für Rem Püker ist der Karriereweg von Christian Kretschmann die Bestätigung für die gute Jugendarbeit des Vereins. Gleichzeitig lobt der Co-Trainer die Entwicklung des jungen Spielers. Christian ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir hier kontinuierlich an jungen Spielern arbeiten, vom Nachwuchs ab. Und er hat seine Chance genutzt die letzten Jahre. Er hat sich sehr gut entwickelt. Das ist ein Traum für jeden Trainer, weil er ist überuniversal einsetzbar. Man kann jeden Spieler zu ihm stellen. Und das hat sich auch schon in den Playoffs bemerkbar gemacht, wo er dann ja auch leider uns fehlte. Er hat vor den Playoffs super gespielt, hat seinen Mann gestanden, auch in der dritten Reihe. Und ja, das tat uns auch weh in den Playoffs, dass er da fehlte. Ja? Weil er hat so einen enormen Sprung letztes Jahr gemacht. Und er ist jetzt schon wieder sehr auf einem guten Weg, er trainiert schon wieder hart nach seiner schweren Verletzung und wir werden noch sehr viel Spaß an ihm haben. Wer beim KIV gerade nicht angeschlagen ist, muss im Training kräftig auf die Zähne beißen, um die intensiven Kraftübungen durchzustehen. Wir ziehen jetzt schon langsam an. Wir haben, wie gesagt, 4 Wochen jetzt rum und wir erhöhen natürlich ein bisschen die Intensität. Wir gehen jetzt schon immer mehr über in die Schnellkraft und ja, es ist... Die 5. Woche sind wir ja schon auf dem Eis mit einigen Leuten und deswegen haben wir jetzt diese Woche ein bisschen strafferes Programm. Und wie gesagt, dann, wenn wir wiederkommen aus der Schweiz mit 7 Leuten, dann geht es auch schon wieder auf den Endspurt zu, die letzten 5 Wochen. Und da wird dann explizit noch Schnellkrafttraining gemacht. Auch wenn derzeit natürlich alle beim Training anwesenden KIV-Spieler die harten Einheiten unter Püker gutheißen, wird man sich bei den Pinguinen auch nicht ärgern, wenn der Medizinball irgendwann in den kommenden Wochen wieder dem Eishockey-Puck weichen muss.